Ja, Leute, ganz herzlich willkommen zurück, muss man ja eigentlich sagen, zu Let's Play Neo Mario Galaxy. Der ein oder andere wird es, glaube ich, noch ganz gut wissen. Im Vorjahr, nämlich im Oktober 2022, haben wir das Game oder den Hack hier besser gesagt bereits Let's Played. Ja, allerdings im normalen Modus, um uns das Spiel einfach mal anzugucken. Ja, und es gibt tatsächlich noch eine weitere Möglichkeit, das Spiel durchzuspielen, und das ist dann im Daredevil-Mode. Das Ganze ist einfach ein Modus, der ein bisschen härter ist als der normale, und ja, den werden wir heute in einem eigenen Projekt nochmal let's playen. Hier ist nochmal die Datei vom ersten Projekt, 42 Sterne gab es gesamt. Ja, und die jetzt nochmal zu holen im Daredevil-Mode, Alter, das wird lustig. Vor allem jetzt wissen wir natürlich auch schon ein bisschen, ja, was so die Schwierigkeiten sind, welche, ich sag mal, Galaxien allgemein eine stärkere Härte haben. Ja, und deswegen, ich freue mich drauf. Ja, und es fängt natürlich alles wieder hier an, wo es bereits beim ersten Mal gestartet hat, nämlich auf dem eigentlichen Heimatplaneten von Rosalina. Ja, und die erste Neuerung, die sieht man schon, nämlich rechts oben. Das ganze Spiel wird mit einem einzigen Lebenspunkt stattfinden, sprich ein Treffer und wir sind direkt down. Ja, und ansonsten, auch die Checkpoints müssten weg sein und ich glaube, das war's dann schon mit den Neuerungen. Also die zwei sind die hauptsächlichen Sachen, die kommen und ja, aber auch alleine die zwei Sachen reichen schon, um das Spielerlebnis, ich sag mal, nochmal ordentlich aufzufrischen. Ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Einfach den ganzen Scheiß mit einem Lebenspunkt und ohne Checkpoints. Härter geht's fast gar nicht mehr. Ja, natürlich, der Input-Lag ist leider auch noch ab und zu mal ein bisschen da, aber ich hoffe, das wird sich auch wieder in dem Projekt nach einer Zeit legen. Ne? So, es fängt an mit der Galactic Garden Galaxy. Und mit dieser Windblütenpassage, die kennt man ja aus dem ersten Teil. War ich aber schon immer ein Fan davon, weil allgemein, das ist einfach dieser, man kann sagen, Gusty Garden Remix. Und damit liege ich ja nicht mehr so falsch, und Gusty Garden ist halt einfach eines der geilsten Galaxien gewesen, damals im ersten Teil. Ja. Der erste Teil, den sollte ich bei dem auch mal wieder let's playen, denn das. Ich hab's auch schon mal gespielt, im Jahr 2016, wenn mich nicht alles täuscht. Das war so ein Projekt, was sich in die Länge gezogen hat. Das hat bis 2018 gedauert. Ja, und ich bin mit dem Projekt eigentlich gar nicht mehr zufrieden. Deswegen, ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn wir auch dort mal einfach ein Reloaded machen würden. Habe ich ja mit New Super Mario Bros. Wii auch schon gemacht, das war knapp. Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre alles ganz normal. Also als hätte ich diesen einen Lebenspunkt gar nicht, sonst hätte ich ganz normal drei. Weil dann setze ich mich, glaube ich, auch ein bisschen weniger unter Druck. Ich meine, vor was sollte ich denn groß jetzt Angst haben hier? Ich meine, ich will eigentlich gar nicht zu viel sagen, weil im Endeffekt die Leute, die das Spiel jetzt noch nicht kennen und erst bei mir beim Daredevil-Mode zugucken, ne, die würde ich dann ein bisschen spoilern, aber es gibt eine Galaxie mit vielen, ich sag mal, Gegnern, die mir Sorgen bereitet, einfach weil sie mega lang ist. Ja, und bei den Grünsternen gibt es natürlich auch die eine oder andere Perle. Und ansonsten, glaube ich, war es das. Stimmt, der Wanderaffe. Oh Gott, der kommt ja auch noch. Der Wanderaffe. Vor allem, warte mal, da müsste ich jetzt gerade überlegen, beim Wanderaffen. Vielleicht kommt der heute eh schon dran noch, aber nee, okay, nee, so weit kommen wir nie und nimmer. Ich werde mich nämlich so ziemlich an meine Upload-Zeiten, wollte ich gerade sagen, an meine Videolänge halten, die ich auch im eigentlichen Hauptprojekt dann verwendet habe, also so zwischen 20 und 25 Minuten. Ne? Das ist ja eigentlich ein guter Richtwerk, vor allem, dass eben nur 42 Sterne sind. Nur ist gut gesagt, das hört sich jetzt wirklich sehr wenig, hört sich eh viel an, aber ja, Grünsterne halt und oh scheiße, stimmt, Vorsicht, genau, niederfallen, nicht mich selbst hitten. Und Treffsicherheit ist natürlich auch so eine Geschichte. Genau, fall bitte einfach rum. Ja, jetzt fliegt er darüber, aber jetzt habe ich ihn dafür. Ja, und allgemein bin ich auch gespannt, was mir alles so im Kopf geblieben ist von dem Ganzen. Also, auch wenn das jetzt schon 3 Monate circa her ist, muss ich halt sagen, ich glaube, die meisten Sachen habe ich sogar noch im Kopf. Also was so potenzielle Verstecke für Grünsterne und so weiter angeht. Und ich bin Vollidiot, ich sollte trotzdem die Gegner klatschen. Wir brauchen ja fucking Sternteile auch für den späteren Verlauf. Wobei, ich habe sogar ein bisschen Glück, denn ich kann ganz einfach
ja, auch wenn es sein muss, die Sternteile, die ich noch habe vom von der ersten Pfeil, rüber transferieren. Das geht ja auch. So. Genau, hier kann ich einfach weiter, aber war nicht hier irgendwas? Achso, nee, Blödsinn. Ich glaube, hier war nur der Tod. Mhm, hier ist nicht viel. Außer, genau, genau diese Sternteile hier. Aber nee, die hole ich jetzt sicher nicht. Nicht mit einem Lebenspunkt. Ich wäre zufrieden, wenn ich hier aus der ersten Galaxie, oder besser gesagt aus dem ersten Stern ohne Death rausgehe. Dann habe ich eigentlich alles erreicht, was ich wollte. So, bevor ich den jetzt auslöse, ich hole mir noch ganz kurz die Sternenteile. Solange er da am Chillen ist. So, erster Kampf. Ah, Treffsicherheit jetzt schon. Nein! Jetzt schon komplett am Beschissen einfach. Genau, jetzt wird er aggro. An der Stelle kein Grund zur Sorge, der Kerl ist easy. Außer man heißt Markus und trifft diesen scheiß Schweif nicht! Geht doch. So, one time again. Hui, das war knapp und nein, ich schon. Jetzt komm, ich hasse es, wenn der mit dem Schweif herum so. Na, geht doch. Also, ich könnte mich erinnern, dass ich früher in der Kindheit bei dem Kerl nie Probleme hatte, den Schweif zu treffen. Hier ist natürlich jetzt wieder was anderes. Ja, je älter man wird, umso, ich sag mal, nein, das ist keine Ausrede. Ich bin erst 22, das ist keine Ausrede. Ah, das ist immer so cool, wisst ihr, wenn man früher so die Eltern getriggert hat, indem man so mit 60 Jahren gesagt hat, Alter, ich habe jetzt schon Rückenschmerzen. Da haben meine Eltern immer so richtig getriggert darauf gewirkt. Gut, das war der erste Stern. Und hier nochmal ein Blick auf das, ja, auf das allgemeine System, Planetensystem. Im Grunde genommen genau das gleiche wie, wie die allgemeine erste Welt. Gut. Dann würde ich sagen, auf geht's. Next one! Ah, das stimmt, jetzt kriegen wir die Erklärung ja auch noch präsentiert. So, this is the world map. Just point at your destination and press A to jump into the galaxy. Like I say, this spaceship runs on energy from power stars. Right now it looks like we got enough power to go this far. We are gonna need more power stars. So let's do it, for your princess and my crew. Take it away, Captain. Ja, an der Stelle, ich weiß, es gibt eine deutsche Version, aber ich habe jetzt halt die englische. Ist ja auch nicht so schlimm, glaube ich. Ich glaube, das ist das wenigste Problem für euch. Silver Stars in Wuthering Heights. Genau, jetzt kommen die Silbersterne. Allerdings jetzt schon bei einer, genau, bei einem Level, wo es dann ein bisschen härter wird. Jetzt natürlich allgemein der Dämmerungslook, auch der ist geil. Und der Wolkenpilz. Warte, den könnte ich eigentlich klatschen, oder? Wie ging der nochmal? Einmal hitten und dann draufspringen. Genau so ist es. Der bringt nämlich gut Sternteile. You turned into Cloud Mario. Shake die Wii-Fan-Bedienung nicht zu vergessen. To create up the three cloud platforms out of the air. Ja, Wolkenpilz, jeder kennt's von euch. Man ist ein bisschen leichter. Sprich, man kann ein bisschen weiter springen. Man springt auch weiter. Man kann weiter springen, man springt auch weiter. Genau, Markus. Genau, so ist es. Schön, dass sich manche Sachen bei mir nie ändern. So wie die sinnlosen Kommentare teilweise. Also man springt weiter, man kann auch höher springen teilweise, indem man einen Rückwärtssalto macht. Kann ich kurz mal präsentieren. Und man bleibt auch länger in der Luft. Und natürlich ist man auch einfacher zu sterben, wenn man es zu krass ausnutzt. Gut, einen Vorteil haben wir. Kometenmünze haben wir. Das bedeutet, auf die müssen wir nicht achten. Ne? Da kommt nichts, aber... Mhm. Diese hässliche Windpassage. Ich meine, wir können zwar One-Ups weiterhin sammeln, das stimmt schon, aber... Nein!
Warum hat er den Rückwärtssalto gemacht in die andere Richtung? Warum hat er das gemacht? Ich wollte rüber zur Wolkenblume. Fuck you. Der Tod war so unnötig. Ich wollte doch nur das One-Up haben. Und das killt mich einfach komplett. Das war schon die erste Triggerwarnung. Gut, juckt nicht. Mein Game Over gehen werden wir hoffentlich ja nicht. Das wäre das Minimumziel, nicht Game Over gehen. Deswegen wollte ich auch dieses One-Up haben. Ich bin stark davon ausgegangen, dass ich jetzt nicht am Verrecken bin. So, jetzt nochmal, aber mit einem normalen Sprung. Genau, du ziehst mich jetzt bitte darüber. Passt. Genau so wollte ich es. Nicht mehr, nicht weniger. Der Sprung hat in der Regel immer geklappt, aber ich weiß jetzt nicht, warum in dem Moment gerade nicht. Ja gut, vielleicht bin ich ein bisschen aus der Übung, das kann schon stimmen. Und Vorsicht, Vorsicht. Genau, die drehen sich ein bisschen asozial. Der ist weg. Was kommt als nächstes nochmal? Ah, stimmt, der Scheiß hier. Aber auch hier ist man schnell durch. Aha! Weg hier, weg aus der Hölle. Und ich glaube, dann haben wir es. Da sind wir schon bei dem Planeten, wo wir sind. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt eh ein Checkpoint. Alter, bin ich ein Idiot. Es gibt ja keine Checkpoints. Nicht zu vergessen. Daredevil. Ich glaube, das ist auch die Sache, die mich wahrscheinlich am meisten triggern wird. Denn ohne Checkpoints logischerweise heißt es halt, wenn da irgendwelche aufwendigeren Missionen sind, und ja, die gibt es leider. Wenn wir da dann verrecken, dann ist es halt belastend, aber wir müssen es akzeptieren, auch auf eine gewisse Art und Weise. Ah ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Und ich glaube, ich bin an einem Silberstern sogar vorbeigelatscht. Oder? Ne, Blödsinn, da war links einer und da hinten ist noch einer. Ne, ne, ich bin richtig, ich bin richtig. Genau, jetzt kann ich hier links, hier ist noch was. Nämlich der hier. Das mit Wolken Mario ist so eine beschissene Sache. Weil eben, weil er leichter ist, kann er mich auch ein bisschen verwirren. Das ist gar nicht so untypisch. Oder unwahrscheinlich. Aber wir haben's. So, jetzt noch sicher zurück. Und wenn ich da jetzt verrecke, dann ist, glaube ich, schon der erste Rage Quit perfekt. Hui, hui, hui. Ohne Anlauf ist natürlich auch crazy. Jetzt Vorsicht, zack. Jetzt darüber. Irgendwo kam noch ein Loch. Okay, das war keins, aber... Ah, trotzdem Vorsicht. Hey, warte mal. Achso, links musste ich, glaube ich. Ja. Ich glaube, dann haben wir es eh schon. Jetzt einfach nur mal zurücklatschen. Ich höre ihn schon funkeln. Komm in meine Arme, Stern. Bitte, 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 gönn mir. Ja, ja. Ja, an der Stelle Wanderaffe wird es, wie gesagt, heute keiner. Auch wenn wir jetzt schon in die nächste Galaxie vordringen. Aber das muss es ja auch nicht. Wobei, wir könnten ihn rein theoretisch machen, aber ganz ehrlich, das im ersten Part schon Rage, ne. Ne, das ist es mir nicht wert. It's a Cloudflower, wow, there's sure is some weird stuff out there, huh? Ja, stimmt, der kommentiert das Ganze jetzt immer wieder. Was wir doch für komische Sachen da draußen in der Galaxie finden, ne? Ich weiß gar nicht, sagt er das im Originalspiel auch so? So lange ist das Let's Play zum Original-Game noch gar nicht her, aber... Das wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Okay, ich stehe... Also ja, scheiße, den One-Up kriege ich ja gar nicht, weil... Wobei, wait. Jetzt muss ich kurz nochmal überlegen... Ah ja, stimmt, weil ich es gerade sehe, Luigi können wir auch dann spielen. Ich glaube, wir werden das wieder mit dem System machen, dass wir alle zwei Folgen switchen.
Gibt's hier jetzt schon? Nee, gibt's leider nicht. Ah, schade. Ich dachte, hier wäre nämlich jetzt die Wolke, dass ich mir das One-Up da oben holen kann. Gab's das überhaupt? Ich weiß es gar nicht. So, genau, hier sind wir erstmal fertig. Zumindest bis der Komet kommt. Und das heißt, wir gehen weiter. Sweet Treat Galaxy. Happy Birthday, Mario. Ja, ist eine Süßigkeiten-Map. Aber eine coole Süßigkeiten-Map. Gönnt euch. Aber auch schon die erste, die ein bisschen, ich sag mal, crazier werden könnte. Oder schwieriger. Gut, jetzt am Anfang ist, glaube ich, noch nichts Verkehrtes, genau. Bin schon im Bilde. Das war auch eine der besten Galaxien, muss ich sagen. Allein schon wegen der... Was macht Mario da eigentlich? Alleine schon wegen der Musik. Wo mir irgendwann mal, glaube ich, geschrieben gehabt hat, dass die selbst komponiert ist und keine irgendwie aus dem Spiel. Ich glaube, ich habe die damals Mario Party 7 zugeordnet. Hört sich aber auch klassisch wirklich Mario Party mäßig an. Also so Gamecube mäßig ein bisschen. Also da könnt ihr viel sagen, aber das ist eindeutig. Das hat Gamecube-Style, die Musik. Die passt, die will ich ganz gut zum... Oh mein Gott! Stimmt, ja, ich kürze mal kurz ab. Verpiss dich einfach, genau, auf Wiedersehen. Ich habe fast die Kettensäge berührt. Warte, genau, den kann er klatschen, aber wenn er es könnte. So, schnell weg da. Bevor sich die Map auflöst. Mich wundert es aber, dass... okay, jetzt habe ich es verschrien. Genau, hier leckt es jetzt leider wieder ein bisschen. Das war aber schon immer so, ich weiß nicht warum, aber selbst bei der niedrigsten Einstellung hat es angefangen zu lecken. Vielleicht ist das allgemein ein Fehler, dass da irgendwas ein bisschen Leistung abzieht. Vielleicht der Schnee oder sowas. Aber zumindest bei mir war das immer so. Jetzt auch bei der niedrigsten Einstellung wirklich. Da hat es bei der Stelle hier geleckt. Nein! Habe ich nicht getan. Ich bin einfach runtergesprungen. Ich hab nur auf den scheiß Elektro-Ding geguckt. Belastend. Also auf dieses scheiß Feld da, was der ausstößt. Alter. Gut, unnötiger Tod Nummer 2. Sorry, das kann man nicht schönreden. Beide Tode waren unnötig bisher. Aber ja, das Einfache ist, davon war auch nie auszugehen. Bruder, echt jetzt? Bruder, echt jetzt? Unnötiger Tod Nummer 3. An der Stelle, falls... Okay, das macht eh keiner. Dafür bin ich einfach zu klein als YouTuber. Falls ihr mal Bock habt, Best of Compilation, unnötiger Tode. Hier habt ihr einen Garanten dafür, weil hier wird so viel Unnötiges passieren. Alter, 3 Fails im ersten Part schon. Und dabei sind das erst die ersten 2 Galaxien. Ja, was wird da alles noch kommen? An der Stelle, ich würde tippen, 50 Tode sind drin. Im ganzen Projekt jetzt. So, schnell weg von der Hölle da. Warte mal, bei 50, glaube ich, kriegen wir One-Up, stimmt das? Ne, bei 100 erst. Bei 100 erst. Nicht schon wieder. Hier war meine One-Up-Stelle, genau. Das Teil hier. Wenn man das voll sammelt, kriegt man immer ein One-Up. Und One-Ups sind hier echt eine wichtige Geschichte. Das gibt es nicht, Alter! Bin ich eigentlich zu blöd für alles gerade? Gut, merke ich mir gleich mal. Ich bin außer Form, eindeutig, ja. Eine Frage der Zeit, bis ich fluche.
aber richtig fluche. An der Stelle, das ist ein gutes Thema, was ich gerade anschneiden kann. Ich habe jetzt letztens gelesen erst, also letztens heute war das, wo ich das aufnehme. Letztens sage ich deswegen, weil ihr die Folge erst ein paar Tage später sehen werdet oder einen Tag zumindest später. Man soll in Zukunft als YouTuber kein Geld mehr verdienen, allgemein fürs Fluchen. Jetzt ist halt die gute Frage, was zählt denn als Fluch? Also mich juckt's eh nicht, weil ich verdiene kein Geld mit YouTube, das ist auch gut so an der Stelle. Das war schon wieder scheiß knapp gerade. Ja, was zählt denn als Fluchen? Also einfach nur beleidigen, irgendwie so sagen, du irgendwas oder allgemein nur dieses, der Ansatz, dass du sagst, du und dann einfach abbrichst und so, dass das auch schon als Fluchen zählt. Das weiß man halt nicht. Vor allem, weil YouTube allgemein immer sehr schräge Entscheidungen hat bei manchen Sachen, auch mit dieser Werbefreundlichkeit. Eins der schönsten Themen überhaupt für jeden YouTuber noch immer. Warum werden Videos das nicht werbefreundlich markiert? Und teilweise die sinnlosesten Begründungen nicht zu vergessen. Manchmal kommt einfach so dieser Grund, pornografische Inhalte. Check ich auch nicht. Ich meine, wie gesagt, um das muss ich mir eh keine Sorgen machen. Das, was meine Probleme sind, sind eher Urheberrechtsverwarnungen oder sowas. Wobei, das, auch das stört nicht wirklich. Also, die letzte Urheberrechtsverwarnung war bei meinem einen Short da. Weil ich halt The Lion Sleeps Tonight als Meme-Musik genommen habe. So, schnell weg aus dieser Hölle hier. Vor allem, wir müssen das noch ein zweites Mal machen, nicht zu vergessen, wegen dem scheiß Wanderaffen. Genau, warte, wir machen das jetzt mal so. Das Gute ist, dass mich die von da unten sehen, das heißt, die laufen einfach runter. Und ich brauche mir keine Sorgen machen. So, genau, die Mission hier war an der Stelle, die scheiß Kerzen auszublasen. Was eigentlich relativ easy ist, nämlich mit einer Drehattacke. Deswegen heißt es, by the way, das Level auch Happy Birthday Mario. Ist da... LOL. Nein, warte. Stopp, 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 stopp. Bleib stehen, 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 bleib stehen. Ich habe ein Problem, meine Refair-Bedingung ist ausgegangen. Bleib stehen. Nein. Meine Refair-Bedingung ist ausgegangen. Och, komm, nö. Das heißt, er läuft jetzt die ganze Zeit im Kreis. Weil das Ding jetzt da buggt. Gut, Leute. Kurz ein kleiner Cut. Ja, Leute, da sind wir wieder. Also... Ich verstehe auch nicht, warum es diesen Bug in Dolphin noch immer gibt. Denn sobald der Controller abschmiert, musst du Dolphin einfach neu starten. Und ich hasse diesen Fail oder diesen Bug allgemein wie die Pest. Jetzt hatten wir eben das Problem, dass ich das Spiel neu starten musste. Das heißt, ich konnte das Level nochmal spielen. Und in der Regel, dass man halt da irgendwie ein Ding macht, ein Reset, das funktioniert nicht. Genauso wenig. Das Ganze dann, ich sag mal... mit Save Stats, dass ich dann dort wieder bin, das klappt in der Regel auch nicht. Ich weiß halt nicht warum, aber bei mir ist es zumindest so. Ja, egal, gut, ich habe es kurz bis dahin nochmal hingespielt. Wir haben jetzt weniger Sternteile, aber stört ja nichts. Ich meine, wir haben genug Möglichkeiten, um weitere Sternteile zu ergattern. Was mich eher genervt hat, ist, dass dieser Fail ausgerechnet jetzt passieren muss am Ende vom Part. Ja, der erste Komet ist da. In der Galactic Garden Galaxy. Gut Leute, ich würde sagen an dieser Stelle, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.